Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen ramontischen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag. Und wir haben tatsächlich jetzt finally mal die Patch Notes mit am Start. 9.11 haben ja sehr lange auf sich warten lassen, sollten eigentlich, also im normalen Rhythmus, gestern oder vorgestern kommen. Ja, das variiert immer so ein bisschen. Ich glaube, das hat irgendwas mit Feiertagen zu tun oder ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein paar Änderungen. Der Patch ist zwar nicht riesengroß, aber es sind einige Änderungen dabei, wo ich denke, ja, mal schauen. Die erste ist nämlich, gucken wir uns den Champion an. Ich scroll ganz langsam rein. Da. Ja, meine Freunde, Akali wird wieder genervt. Tatsächlich, also überrascht mich das wirklich ein bisschen. Ich bin ja eigentlich Shinobi, Main immer schon gewesen, schon immer, seit Beginn an meiner Geburt. Seit Beginn meiner Geburt, meine Freunde. Ja, sie wird wieder genervt und heieiei, das tut richtig schweineweh. Ihre Passive ist ja das, wo sie dreht und dann auf den Gegner zuschlägt, ja, mit ihrem, ich weiß gar nicht, wie man so eine Waffe nennt. Auf jeden Fall gibt das bisher immer Energie wieder, das wird etwas reduziert, das heißt, im Anfang ist noch gleich, später sind es nur noch 20 Energie statt 30, die sie wieder bekommt. Und Achtung, richtig heftig, es hat jetzt nur noch 0,6 statt 0,9 Bonus, Achtung, Bonus Attack Damage und nur noch 0,5 statt 0,7 AP. Scaling. Ja. Man muss sagen, ihre Passive böllert richtig hart rein. Und dieses Bonus Attack Damage Scaling hat sie eigentlich nur über das Gunblade, wenn sie das fertig macht, weil sie ja sonst und natürlich die Schwerter, die sie kauft. Aber auch gerade dieses AP Scaling, ich muss sagen, heilige Scheiße. Akali hat aktuell eine Winrate von 43%. Sie wurde ja letztens erst noch genervt, da habe ich gesagt, ja, ist okay. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, ich glaube, Akali ist jetzt tot. Also jetzt wirklich. Ja, sie ist ja wie so ein zappelnder Fisch, der immer noch mal so anfängt zu zappeln, aber ich glaube, jetzt schlägt man wirklich mit der Keule auf den Kopf, so machen das, glaube ich, Angler. Die holen da den, der muss mal zusehen, Leute, die sitzen da, angeln da, ziehen dann Fisch raus, bapp, mit so einem Hammer drauf oder so ein Ding und dann in das Ding rein. So richtig so, ja, ein Fisch, toll, noch ein Fisch, toll. Wenn ich so einen Fisch haben würde, dann würde ich sagen, wow, geil, ein Fisch! Aber die sind anscheinend schon routinierter. Na gut, ich bin auch kein Angler, aber ein Hafensänger. Ja, also ich glaube, Akali ist tot. Aber gerne eure Meinung. Amumu ist gerade, ist mir völlig entgangen, Leute, komplett broken. Der Champion hat eine Winrate von 53%, was giga-broken ist. Seine Passive wird etwas genervt, das heißt 10% statt 13%, verbessert also nicht mehr ganz den Bonus-2-Damage auf dem Ziel. Ja, ich denke, das tut schon weh, aber ich glaube, ganz am Anfang waren es auch 10%. Das heißt, man hat es jetzt mehr oder weniger wieder reverted. Hier steht auch Reverting Amumus Buff, ja. Man ist ja wieder einen Schritt zurückgegangen. Bei Amumu ist das natürlich sehr gefährlich, weil er sehr einfach zu spielen ist. Jedem Anfänger würde ich immer Amumu im Jungle empfehlen. Sehr einfach zu spielen, sehr effektiv, macht super viel Damage. Ich denke, Amumu ist immer noch in einem sehr, sehr guten Spot. Und ich finde es schön, dass Amumu mal so ein bisschen sein Licht gefunden hat. Ne? Er hat tatsächlich Freunde gefunden. Vielleicht bleibt es ja, vielleicht aber auch nicht. Echo. Echo macht nach seiner E, konnte er nicht so direkt Auto-Attacken, sondern er musste seine Auto-Attack-Animation abwarten. Und jetzt macht er, das ist also so eine kleine Smoothiness, er macht E, bam, Auto-Attack, das ist super geil. Ist super geil, was soll man da noch sagen? Galio. Galio, ne, hier steht's extra, wir nehmen ein bisschen was von Galio und schieben es weg. Nein, wir nehmen etwas von Galios Base-Damage, ja. Und geben, weil natürlich aktuell ist die Phase, es spielen super viele Leute Galio auf Support. Und mir ist dasselbe auch aufgefallen. Ich habe letztens Evelyn gespielt und hatte einen Galio Support. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich denke mir so, ja geil, Alter. Galio Support, wenn ich da unten gleich hingehe, dann passieren da richtig heftige Dinge. Er wird ranchargen, er wird taunten, er wird ulten, er wird heftigen Damage machen. Ich bin da hingegangen, es ist überhaupt nichts passiert. Der Typ hat geintet. Aber, also, keine Ahnung, Galio Support hat eine 45% Winrate. Warum A, nerven sie Galio Support und warum B, spielen die Leute Galio Support? 45%, katastrophal. Für Midlane wurde nicht mal angezeigt, also bei Galio. Irgendwelche Winrates, auf Champion GG zumindest. Na gut, was gemacht wird ist, er macht etwas weniger Base Damage, das heißt, hier wird reduziert, dafür aber mehr AP Scaling. Das macht man mal ganz gut, damit die Leute nicht auf Tank gehen. Auf Support baust du ja auch kein AP. Und so musst du auf Galio, wenn du AP baust, wirst du mehr belohnt, wenn nicht, dann nicht. Außerdem wird seine E auch genervt, macht weniger Damage. Im Early Game macht weniger Damage. Tut natürlich auch hier schon weh, weil in die E packst du erstmal nur einen Punkt rein. Und das sind dann direkt mal 20 Damage. Ja, ne? 20 Damage in 20 Damage. Gragas wird gebufft. Das heißt, er hat jetzt bessere Stats, mehr HP Growth und mehr Attack Damage. Gragas im Jungle mag ich überhaupt nicht, denn der Champion böllert übelste Sorte rein. Und böllert übelste Sorte rein. Naja. Dann haben wir Jenna, meine Freunde. Und hier wird's interessant, denn ja,
Also, man kann erstmal schauen wir uns an, was passiert. Beziehungsweise, was ist Jenna aktuell? Aktuell ist Jenna ein W-Bot. Sie war damals ein Schildbot. Sie steht einfach nur da, Schild, 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 Schild. Jetzt ist sie ein W-Bot. Das heißt, sie ist in der Lane und drückt die ganze Zeit W. W, 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 W. Ist ein Point-and-Click-Zauber, kann es nicht dodgen, macht super viel Damage. Super viel Damage. Ja, wir sehen das hier. 235 auf Stufe 1. Und genau deswegen wird es jetzt reduziert. Das heißt, ihr Schaden wird reduziert. Aber auch gleichzeitig der Cooldown von der W. Und eine neue Mechanik eingeführt. Das Eye of the Storm, also ihre E, hat jetzt die neue Passive, dass jedes Mal each Ability, also jeder Zauber, der slowed oder knockbackt, reduziert den Cooldown um 20%. Das ist ziemlich krass. Außerdem, wenn man sagt, hey, denn meistens ist es ja so, wir sagen, hey, du hast jetzt eine Möglichkeit, dein Cooldown zu reduzieren. Dafür ist aber der Cooldown generell ein bisschen höher. Das ist völliger Quatsch. Wie wäre es, wenn wir einfach beides machen? Wir packen eine Cooldown-Reduzierung rein und senken den Cooldown. Naja, gut, zumindest am Anfang auf Level 1, später im Late Game sind 2 Sekunden mehr, am Anfang 2 Sekunden weniger. Der Schild ist außerdem auch ein bisschen stärker um 10 und hier muss man jetzt halt wirklich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, wie Jennas gerade maxen. Ich denke mal, man wird immer noch Punkte ins W reinpacken. Aber, und eine Frage, die ich auch noch nicht ganz beantwortet habe, muss ich ehrlich sein. Ich weiß ja vieles, aber da bin ich doch ein bisschen... Hier ist die Frage, hier steht each ability that slows or knockback an enemy champion. Die Frage ist also, jeder Zauber, der einen Gegner hochknockt. Wenn ich jetzt mit der Q über 4 Gegner hochknocke, wird es dann um 80% reduziert? Oder halt nur einmal um 20%, weil, ne, weil sonst wäre es halt gigaheftig. Dann machst du einmal Ult und 5 Leute sofort die E. Machst ein geiles Q. Ich fände es gut, weil dann wäre es belohnt. Aber du hast schon viele Möglichkeiten. Selbst nehmen wir einfach mal den Minimalfaktor Q, W und Ultimate, dann kannst du es um 60% reduzieren einmalig. Ist schon nicht verkehrt. Ich denke, es wird auch mehrere Ziele funktionieren. Ja, definitiv. Ich glaube, es ist ein Buff. Leute, Jenna wird wieder broken werden. Ich tendiere. Jace. Jace finde ich persönlich ganz schön. Ja, wer hat es gesagt? Teebeutel. Scheiße natürlich. Ja, also er ist gerade im Competitive zu stark anscheinend. Ich weiß ich nicht. Für mich ist der Champion vor 3-4 Jahren gestorben irgendwie. Damals, der alte Jace. Trinity First, Guardian Angel Second. Das waren noch Zeiten. Ja, der hat aber auch alles noch richtig geil geböllert. Ja, er böllert auch noch immer irgendwie. Aber irgendwie ist Jace nicht mehr Jace. Ja, sein Q-Damage, der Schockblast, also in Fernkampfform, wird reduziert und hat auch weniger Scaling. 1,2, das ist echt viel. Das sind heftige Nerfs. Das tut giga weh, Leute. Also das tut giga weh. Finde ich eigentlich nicht gut, aber anscheinend ist er im Competitive zu stark, aber ich meine, Jace hat nur Damage, dann lasst ihm doch Damage, aber ja, okay, also man haut hier halt nicht nur den Kopf ab, sondern auch die Beine, ne? Damage und Scaling, das tut weh. Katus. Diesen Champion hasse ich komplett. Ich habe letztens gegen jemanden gespielt im Jungle, der war der schlechteste Katus der Welt. Der hat nichts, ich war so richtig am Schwitzen. Ich habe gegen Toplane gekillt, gegen Botlane gekillt, Midlane gekillt, alles gekillt, heftige Plays gemacht, beide so richtig geil gemacht, so auf Toplane gedived, mit 2% weggekommen, er macht Ultimate, hat uns beide gekillt und aus Versehen noch jemand anderen, auf einmal 3 Kills, hat nichts gemacht, das ganze Game nur gefarmt, ich hasse diesen Champion, ich habe mir irgendwann gesagt, wenn der Champion gepickt wird im Gegnerteam, dann dodge ich, ist einfach eine tickende Zeitbombe, der farmt sich hoch und outgankt dich gleichzeitig. Ja, gut. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass er genervt wird. Sein Damage, Base Damage, wird um 50 reduziert. Tut weh. Und auch sein Scaling wird reduziert um 0,1. Das ist super geil. Das persönlich finde ich super geil. Sind gute Änderungen, sind gute Nerfs. Man hätte vielleicht auch ruhig nochmal um 0,5 reduzieren können oder um komplett alles reduzieren können. Aber ist ein guter Anfang. Master Yi. Ich glaube, also Master Yi, was steht hier drin in dem Text? In dem Text steht, hey, wir sind Riot, wir wollten mit dem letzten Patch Master Yi nerven und er wurde auch genervt. Also er hat 1% Winrate verloren. Ist immer noch so bei 50-7 irgendwo die Richtung. Und aber hey, eigentlich hat das nicht so gut geklappt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Es ist mehr oder weniger even geblieben. Und ja, im Prinzip wird jetzt ihm Attack Speed auf Stufe 1 weggenommen. Das heißt, dass er nicht mehr so gut Jungle killen kann. Und auch seine Q macht jetzt Follow-Up-Damage noch 15% statt 25%. Was ich mich frage ist, also ich habe Riot durchschaut. Ich bin ehrlich, ich habe sie durchschaut. Die ganze Zeit hasse ich Yi. Ich hasse Yi, ich bin Yi-Hater seit Jahren schon. Ne, Yi-Hater 2K19 kann ich mich nennen. Seit Jahren predige ich das. Lösch diesen Champion, nerf diesen Champion. Nichts passiert. Ich wette, da ist ein Riot-Mitarbeiter letztens in die Q gekommen. Und vielleicht ist sogar der Riot-Praktikant. Und er hat gegen den Yi gespielt und gemerkt, wie behindert dieser Champion eigentlich ist. Und
Dann hat er gesagt, okay, nee, das kann so nicht sein. Diesen Champion, den müssen wir jetzt nerven. Und dann haben sie ihn genervt. Also das kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, Riot-Mitarbeiter müssen erst, man müsste wirklich die Riot-Mitarbeiter snipen, einen Champion picken, den man hasst, und dann richtig krass abgehen. Und dann wird er genervt. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik eigentlich. Das klingt ziemlich nice. Ja, auf jeden Fall wird er genervt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Rammus. Ja, Tanks sind ja gerade wieder ein bisschen stark geworden hier und da. Naja, Amumu hatten wir gerade. Gragas wird gebufft. Seine Passive macht jetzt weniger Schaden. 8 bis 20, nur noch 10. Das tut weh. Das tut richtig weh. Und sein Tremor macht nur noch 30 statt 40 Schaden. Jetzt werden einige sagen, oh Leute, 120 auf 90. Jetzt werden einige sagen, ja, tui, es sind nur 30 Schaden. Das sind pro Sekunde 30 Schaden. Ich glaube, die Ult geht mindestens 7 Sekunden, wenn nicht sogar 10. Rechnet das mal hoch. Das sind 1000 Schaden. Ne, keine Ahnung, das ist super viel. Also, holy shit. Das tut richtig, richtig viel. Vor allem seine Ult, der Magic Damage, und er kauft ja kein Magic Pen. Das heißt, hiervon kommt effektiv, keine Ahnung, 60 oder so durch. Das tut richtig weh. Warwick soll sich ein bisschen krasser heilen. Ja, das macht er auch. Wenn er 5 Punkte drin hat, statt 70% von dem Schaden, der macht jetzt 90%. Also fast 1 zu 1. GG, wenn ihr AP Warwick spielt, dann heilt ihr euch einfach um 12k. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, aber Warwick ist gerade so bei, ja, 50%. Also, ja. Ne, kann man machen. Yumi. Yumi hat eine Wendung von 41%, 41,7. Ich persönlich finde Yumi sehr stark. Ich glaube, die meisten sind, ich habe mir noch nicht so viele Yumi-Games angeschaut, beziehungsweise noch nicht gesehen, aber ich glaube, die meisten sind wirklich einfach zu sehr, dass sie nur auf dem Mate hocken und W drücken und nichts machen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit dem Champion eine Winrate von 41,7 haben kann. Der ist relativ einfach. Man kann nie sterben. Jeder Yumi-Main hat, oder jeder Yumi-Spieler hat Stats wie 1, 1, 29. Und, ja, weiß ich nicht. Und jetzt gibt die W auch automatisch Assist. Das heißt, ihr müsst nur noch W auf jemanden drücken und ihr kriegt automatisch Assist. Ihr müsst nichts mehr machen. Komplett crank. Ja. Das war's soweit. Ihre E scaled jetzt mit Ability Power. Das ist ziemlich cool. Hier stehen natürlich keine genauen Werte, aber finde ich sehr, sehr nice, weil wenn ich Yumi spiele, dann baue ich sie so, dass ich ungefähr so 900 AP habe. So den ganz normalen Standardweg mit Rabadons First. Ja, Zac wird gereverted. Zac wurde ja damals gereworked. Man hat gesagt, hey, du sollst weniger Damage haben, dafür mehr CC. Der alte Zac konnte echt sau viel Damage machen. Dafür haben sie ein bisschen mehr CC gegeben. Und das Problem beim jetzigen Zac ist, er geht in die Gegner rein. Also Zac ist so lange schon useless jetzt. Also niemand spielt Zac. Auf jeden Fall, er geht in die Gegner rein, macht ein bisschen CC und dann ist er einfach nur noch so eine grüne Glibbermasse, die da ist. Komplett useless. Und deswegen sagt man sich, hey, wir nehmen dir erstmal ein bisschen Slow weg. Dafür aber geben wir dir auch ein bisschen weniger Cooldown. Das heißt, mehr Damage hier. Seine W macht jetzt wieder einen prozentualen Max-Life-Damage. Also mehr Damage. Das hier ist super krass, by the way. Und seine Ultimate ist wieder seine komplett alte Ultimate. Das heißt, wer die alte Ultimate nicht kennt, Zac springt, also erst macht erstmal so einen Blob, glaube ich, und dann springt er die ganze Zeit so und bloppt jedes Mal und knockt Gegner einmalig weg und macht viermal Schaden. Viermal springt er, macht viermal Schaden, böllert hier auch ordentlich durch. Ihr seht, pro Sprung 280 Damage. Das tut auf jeden Fall richtig, richtig weh. Und er bekommt ein bisschen mehr Muffenspeed. Also, ja, ich denke, das ist gut für Zac. Sind wir ehrlich? Jeder, der Zac-Man von euch ist, das ist gut. Gerade das hier ist richtig heftig. Also dadurch habt ihr so viel Schaden, das tut mega weh. Ja, Challenger Recall, davon können wir natürlich alle was richtig, haben wir richtig viel von, ne? Denn jetzt können alle Challenger, Achtung, alle Challenger haben jetzt einen speziellen Challenger Backpot in der jeweiligen Queue. Das heißt, entweder im Unranked haben das alle, oder wenn ihr dann im 3-3 wart, dann habt ihr es im 3-3. Wenn ihr es im 5-5 habt, dann habt ihr es im 5-5 oder im Solo Queue oder wie auch immer. Na, das heißt, ja. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Rainbow Flufft. Aktuell ist es so, das ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ihr könnt, wenn ihr diesen Homeguards-Effekt habt, das heißt, oh Leute, kennt ihr noch Homeguards? Wenn ihr aus der Base rennt und schneller seid, dann habt ihr so einen Regenbogen hinter euch. So wie ich das mitbekommen habe, müsst ihr ein Icon kaufen. Das kostet sogar ein oder zwei blaue Cents nur. Und dann habt ihr das, wenn ihr das ausrüstet, glaube ich. Das heißt, dass, weil die so sind, so die sagen, ja, hey, das war echt cool, dass ihr so seid, verlängern wir das. Das heißt, jeder, der das noch nicht hat und noch haben möchte, kauft euch das im Shop. Zwei Bronze-Essenz ist ja nicht viel. Könnt ihr es euch gönnen? Ja, damit sind wir durch den Patch. Sind wir durch mit den Patch-Notes. Ich denke mal, die nächsten Patch-Notes werden wieder geschnitten sein.
Ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen 15 Uhr. Da kommt wahrscheinlich ein Mordekaiser-Gameplay. Demon, Tristana kommt noch mit am Start. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil, der Skin. Ich finde, ihre Haare passen überhaupt nicht. Guckt euch ihre Haare an. Das ist so eine... So, sieht aus wie so eine Bob-Frisur, so richtig so lieb, so. Eigentlich müsste das so Terror, so wie diese Rocket-Tristan nach hinten, so Terror-Frisur. Das sieht einfach aus wie so ein lieber Dämon, also weiß ich nicht. Außerdem gibt es einen neuen Djinn-Skin, Leute, ein richtig geiler Djinn. Also, alle, die Djinn-Main von euch sind, der Skin ist richtig lecker. Der kommt dann morgen auf dem PB. Ich wünsche euch was. Haut rein, auf Wiedersehen, goodbye und guten Abend. Auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau. Hab ich lieb.